Es ist eine etwas kürzere Sendung, wenn doch eine sehr interessante. Heute Nacht um 4 hatte ich ein bisschen Zeit zum Lesen. Ich habe zwei Bücher ausgelesen, die ich schon ein bisschen längeren lese. Also eins lese ich schon des längeren. Und zwar ist das das Graveyard Book von Neil Gaiman. Das ist ein sehr helles Cover. So sieht man es vielleicht ein bisschen. Es ist ein Buch für junge Leser mit magischen Elementen oder mit Fantasy-Elementen, so ein wenig in die Richtung. Es liest sich am Anfang so, als wäre es als Kurzgeschichtensammlung gedacht gewesen. Wir lernen unsere Charaktere kennen und haben halt einen Hauptfixpunkt, und das ist Bot. Und Bot ist ein Waisenkind in dem Sinne, der jetzt auf dem Friedhof aufwächst. Und was das alles so mit sich bringt, das erfahren wir im Laufe des Buches. Und am Anfang weiß man noch gar nicht so richtig, wo es hingehen soll. Aber am Ende führt die Schleife wieder rum, und man hat das dann am Ende tatsächlich das Gefühl, man hat ein rundes Erlebnis gelesen. Zwischendrin hat es ein paar Längen aufgrund dessen, dass man sich teilweise wundert, kommt jetzt dieser Zeitsprung her oder wie soll es denn jetzt überhaupt weitergehen? Man ist da wirklich ein bisschen clueless, also ein bisschen ahnungslos zwischendrin. Sonst, aber insgesamt war es ein sehr gutes Buch. Wenn man sich durch diese Passagen durchgearbeitet hat, dann ist man wirklich begeistert vom Endresultat des Buches. Genau, und dann habe ich noch einen Comic gelesen, der also ich habe ja erst den Kinofilm gesehen, Die Insel der besonderen Kinder, und habe jetzt den Comic dazu gelesen. Sieht dermaßen aus. Hat einen sehr planen, flachen Zeichenstil mit selten auch einer planen Koloration. Oft auch Schwarz-Weiß-Strichzeichnung. Es hat mir Spaß gemacht, tatsächlich. Also man hat danach so ein Vier-Sterne-Gefühl. Ich habe aber keine 4 Sterne gegeben auf Goodreads, sondern nur 3 aus folgenden Gründen. Ohne den Film hätte ich den Comic, glaube ich, nicht verstanden. Es gibt zu viele Sprünge. Es ist auch, also ich weiß ja nicht, inwiefern sich der Film jetzt vom Buch unterscheidet. Das Buch habe ich noch nicht gelesen. Vielleicht lese ich es noch irgendwann mal. Vielleicht reichen mir auch, also falls ein weiterer Film rauskommt, würde mir das wahrscheinlich auch reichen. Wenn nicht, würde ich wahrscheinlich irgendwann die Reihe anfangen. Jedenfalls unterscheidet sich der Comic auch sehr, sehr extrem vom Film. Beim Film hast du eine runde Geschichte, du weißt, worum es ging, es waren ein paar spaßige Elemente drin. Im Buch, das ist so da, 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 und dann kommt das nächste. Du weißt eigentlich gar nicht, wie es richtig weitergehen soll überhaupt. Das ist ein bisschen unklar insgesamt. Genau. Ja. Es ist einfach verwirrend. Also es ist, glaube ich, nett als Gimmick für Fans, die gerne nochmal so wie so eine Art Bildband haben möchten oder eine Verzeichnung dieses Buches. Aber darüber hinaus, denke ich, wird es nicht so einen großen Erfolg haben. Einfach weil die Geschichte nicht rund erzählt wurde insgesamt. Sie hat Lücken, sie ist ungeordnet. Man versteht den Hintergrund nicht, wenn man nicht mehr Wissen drüber hat. Ich hätte den Hintergrund auf gar keinen Fall verstanden, was da passiert ist. Ja, dafür ist es einfach zu kurz. Es hätte einfach mehr Plot insgesamt gebraucht. Ja, schauen wir mal, ob ich diesen Monat noch was ausgelesen kriege. Seht ihr dann im nächsten Clip. Ich hoffe, das wird das Rezensionsexemplar sein, was ich jetzt wieder für Bücher.de bekommen habe. Und wenn nicht, dann ich war's nicht. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir den 3. Dezember haben und ich den Monatsrückblick noch nicht fertig gedreht habe. Beziehungsweise die Sendung. Monatsrückblick ist es ja, in dem soll es ja hoffentlich nicht sein. Jedenfalls nicht im klassischen Sinne. So, ich glaube, ich habe zwischen. Also, ich weiß nicht, ob ich es wirklich vergessen habe, aber ich halte es einfach nochmal rein. Ich habe eines Tages Baby von Julia Engelmann gelesen. Ende, Anfang, irgendwann, letztens. Ich weiß nicht, fand ich es besser oder fand ich es schlechter? Es ist auf jeden Fall wieder ganz, ganz typisch ihr Stil. Es ist noch ein bisschen plakativer hier drin.
Aber hier sind dann auch wieder mal ein paar Gedanken drin, ein paar Gedankengänge, die nicht nur so platt dahingeschissen sind, sondern wirklich irgendwie was für sie bedeuten und auch für andere. Ja, in dem hier ist mir stark aufgefallen, dass sie anfangs wirklich viel, viel längere Texte geschrieben hat als in dem zweiten. Und es gibt jetzt sogar schon ein drittes Buch von ihr, was ich mir auch noch zulegen werde. Und dann, wenn ich kann, werde ich die nochmal untereinander vergleichen und quasi eine Lyric Review machen. Das war das, was ich noch gelesen habe. Sonst habe ich tatsächlich nichts mehr gelesen. Aber ich habe sehr viel angefangen. Und das zeige ich euch einfach mal, damit ihr mal wieder ein bisschen was zu sehen habt. Und zwar mein neues Leseexemplar von Bücher.de. Das ist Der Schnee, das Feuer, die Schuld und der Tod von Gerhard Jäger. Grundstory ist so ein bisschen, ein älterer Herr versucht am Ende seines Lebens nochmal etwas über den Tod seines Bruders herauszufinden, fährt nach München und liest dort das Manuskript, das sein Bruder geschrieben hat. Ich dachte erst, ja, 80-jähriger Charakter. Endlich mal irgendwer mit Lebenserfahrung. Das war so gut, dieser Einstieg mit dem Mann und wie er gereist ist und so weiter. Und dann kam das Manuskript rein. Also es wird wirklich ein Buch in einem Buch erzählt. Und das Manuskript ist sehr steif, sehr gestellt, sehr, ich bin ein Manuskript, lest mich. Und ja, die Story ist nicht schlecht, aber das, wie es rübergebracht wird, überzeugt mich bisher noch nicht ganz so. Aber ich hoffe, dass die Story es wieder raushaut. Es fängt gerade an, spannend zu werden und so ein bisschen um Hexenjagd zu gehen. Dann habe ich angefangen zu lesen, bin fast fertig. Also ich habe es von hinten nach vorn gelesen, deswegen ist das Lesezeichen so hell, dass ihr es nicht sehen könnt. Ah, ja. Yeah. Ein bisschen weiter vorn. Und zwar ist es die Enzyklopädie Gothica, Entschuldigung, von Lisa Ladouceur. Ich hoffe, sie ist Französin. Auf Englisch geschrieben, das Buch. Ich habe es jetzt orientierend von hinten nach vorne gelesen. Ich habe mir hauptsächlich Einträge durchgelesen zu Literatur, zu deutscher Musik, wenn German davor stand. Und was war noch? Und zu Persönlichkeiten, so Tisha Adams und solche Sachen. Die jetzt ein sehr klassisches, aber jedem ein Begriff sein sollte. Oder so zu Sachen wie Plattform Boots. Irgendwelche, also es gibt auch selten mal was Politisches da drin, das habe ich mir dann auch durchgelesen. Aber ich habe diese ganzen Produktionsstudio, englischer Musiker, das habe ich alles einfach übersprungen und weggelassen. Es ist unterhaltsam, aber ich glaube, dass das für einen, oh, hier ist noch ein Fall gerade drin, dass das für einen älteren Goff, der schon länger in der Szene ist, nicht viel hergibt. Also ich glaube, der würde sogar noch weniger Einträge lesen als ich, die ja relativ abgeschnitten ist vom Rest der Welt hier draußen. Ja, aber wenn ihr daran interessiert seid oder wenn ihr quasi Einsteiger seid, dann könnt ihr das gut lesen, um mal so einen kleinen Überblick zu kriegen. So, dann lese ich schon seit einer Weile, ich glaube schon sogar schon seit letztem Monat, Wie der Löwe ins Kinderbuch flog. Das ist ein Sachbuch, da stellen mehrere Kinderbuchautoren vor, wie sie denn zum Schreiben gekommen sind oder ein Stück von ihrer Lebensgeschichte oder irgendwas, was interessant sein könnte. Genau, und ich habe jetzt schon ein paar interessante gesehen und bei manchen merkst du wirklich diesen Autor. Die haben auch ihre Geschichte wirklich als Geschichte geschrieben und nicht nur so, also es gibt auch ein paar, die haben geschrieben, bin geboren in, wohne da, habe das und das studiert, bin jetzt hier und da. Ist ein bisschen langweiliger. Manchmal denkst du wirklich, oh, der muss das können, der kann das definitiv. Gerade hatten wir irgendwie so einen älteren Herrn, also ich würde ihn jetzt flachs als Geschichtenerzähler-Opi bezeichnen, weil du hast es in der Sprache total gemerkt, total ausgefeilt. Sehr, sehr gut. Also wenn ihr euch mal so ein bisschen belesen wollt über, oder wenn ihr selber Kinderbuchautor werden wollt, und so ein paar Lebensläufe sehen wollt, dann würde ich euch das empfehlen. Das finde ich bisher sehr gut. So, und dann höre ich noch ein Hörbuch, und zwar Captain Blaubär. Und gucke mir aber parallel, ich lese nicht mit, das ist mir zu anstrengend. Ich weiß auch gar nicht, wie Leute sowas machen können. Guck mir parallel die Bilder dazu an, aus der Printausgabe. Ich habe nämlich gemerkt, als ich mir das Hörbuch gekauft habe, dass ich die Printausgabe schon habe. Was kein gesundes Kaufverhalten ist, by the way. Genau, und ich bin jetzt
ist, glaube ich, nicht ganz aktuell, so über Seite 129 hinaus und so bei CD 4, 4, 3, 4, 4, 5 oder so. Irgendwie die Richtung. Und muss die aber immer mehrmals hören, weil ich die immer abends höre und einschlafe. Zum Hörbuch. Das ist das Neue mit den harmonischen Soundtracks. Es gibt ein altes ohne Soundtracks und eins mit harmonischen Soundtracks. Die stören manchmal tatsächlich. Also es gibt so ein paar Sounds, wo du so denkst, was ist das? Oder die viel zu laut sind im Gegensatz zur Sprache oder sowas. Die Abmischung passt noch nicht ganz auf dem Hörbuch. Aber sonst ist es schön erzählt, du bist schön drin. Es ist ja eigentlich, Captain Blaubeer ist wie eine große Kurzgeschichtensammlung, von meinem Gefühl bisher. Es hat noch keinen roten Faden, außer du wirst hier hingeworfen, du wirst dahin geworfen, mach da was aus deinem Leben. Hier, ha, hu. Ungefähr so läuft das ab. Deswegen muss man auch wirklich immer ganz genau zurückspulen, wenn man eingeschlafen ist, wenn man sonst den Faden einfach verliert. Genau, ich hoffe, das lese ich diesen Monat zu Ende. Wenn ja, nein, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich gerade momentan so mit meinem momentanen Lebensumfeld einfach das schaffe, diese Sendungen immer zu drehen. Ich glaube, eine habe ich schon ausgelassen, weil ich einfach nicht gelesen habe. Dann mache ich halt was anderes in der Zeit, ne? Also es wird auf jeden Fall irgendwas kommen, aber ich bin mir nicht sicher, was das sein wird. Ich werde Sendungen machen weiterhin, aber vielleicht nicht unbedingt so regelmäßig, je nachdem, wie viel ich wirklich gelesen habe und wie viel ich euch wirklich zeigen kann. Ja, ihr wollt ja auch ein bisschen was sehen im Video. Ist ja langweilig, wenn ihr einfach nicht spaziert. Na gut. Dann sehen wir uns zur nächsten Sendung im nächsten Monat. Ich wünsche euch ein schönes Hören, ein schönes Lesen und einen schönen Tag. Tschüdelü!